Die Politik hat getagt und hat uns mit dem 4. Mai ein Datum in Aussicht gestellt, an dem erste Lockerungen kommen. Ein kleines Aufatmen. Das Große wird wohl noch ein bisschen dauern. Aber wir haben es vielleicht im Blick und wir können uns darauf freuen, dass es kommen wird, dieses große Aufatmen. Ich will kein Pessimist sein. Ich will eigentlich Hoffnung verbreiten. Aber ich denke, wenn wir dieses große Aufatmen genossen haben, dann werden unsere kleinen persönlichen Probleme wieder größer und dann ist vielleicht von diesem Aufatmen bald nichts mehr zu spüren, sondern es ist alles wieder normaler Alltag mit seinen ganzen Herausforderungen und Problemen. Petrus spricht heute in der Lesung auch von einem Aufatmen. Er hat den Gelähmten dabei, den er geheilt hat durch die Kraft Jesu Christi, und spricht vom großen Aufatmen, wenn Christus wiederkommt. Auf lange Sicht sollte das wirklich unser Blick sein, auf dieses große Aufatmen warten. Denn dann, wenn Christus wiederkommt, sind unsere ganzen kleinen Probleme, die groß werden könnten, plötzlich so unglaublich relativ. Dann, wenn Christus wiederkommt, wenn er die Menschen zu sich ruft, die ihm gehören, die er zu seinem Vater bringen soll, dann beginnt die große Hoffnungszeit. Josef Ratzinger schreibt, Christus ist auf der einen Seite das Ende, denn wenn er wiederkommt, dann beendet er das, was uns hier auf Erden Probleme bereitet. Aber weil wir auf ihn hin, in ihn eingehen müssen, ist er auch gleichzeitig immerwährender Anfang. Und das ist doch schön, wenn das große Aufatmen kein Aufatmen am Ende ist, wie vielleicht am Ende einer Pandemie, sondern das große Aufatmen ein Anfang ist, ein Luftholen für ein ewiges Fest, ein Luftholen für eine ewige Freude. Mittelfristig nehmt das Aufatmen der Pandemie in den Blick, aber langfristig bleibt ihr Hoffnungsträger, wenn ihr das große Aufatmen, wenn Jesus Christus wiederkommt, als euer Lebensziel setzt.